Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder Pokémon Revolution Online. Und ja, Valentinstag, yippie, brauche ich nicht unbedingt. Wir loggen uns jetzt einfach mal instant ein und gucken, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Den Chat mache ich aus, heute mal ganz ohne Facecam, stimmt. Wir wollten Relaxo bekämpfen. Wir nehmen Poliwrath natürlich nach oben. Und jo, Relaxo ist aufgewacht. Oh lol, wieso? Scheiße, ich hab vergessen, die zu heilen. Okay, es ist auch schon ein paar Monate her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Muss ich ehrlich zugeben. Aber der macht gut Damage. Yo, noch ein natürlich. Hinterher damit. Ich habe immer noch den Ghastly aus dem Geisterturm dabei. Yo. Blubber, komm, ich will den fangen. Der ist nice. Das könnte nämlich glatt ich sein. Schlafen und essen. Items. Hier, so ein Great Ball. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben ein Relaxo gefangen. Und das in den ersten 2 Minuten. Läuft bei mir. Jetzt. Ich weiß, dass nach einer geraumen Zeit man wieder gegen diese NPCs kämpfen kann. Das möchte ich jetzt aber, wenn es geht, vermeiden, ne? Oder ich glaube, ich muss sie sogar ansprechen. Wir gehen erstmal die Pokémon heilen. Und holen uns natürlich Relaxo dazu ins Team. Als erstes hier das da raus. Und Relaxo rein ins Team. Das Geistervieh kommt raus. Und einmal heilen, bitte. Dann einmal sortieren. Und zwar, der kommt dahin, der dahin, der dahin und der dahin. Dass die schön nach Level sortiert sind. Und ich die auch schön leveln kann. Ach, sortieren, alles klar. Der Ike ist etwas neben der Spur. Da wollen wir mal gucken, wie weit wir es schaffen heute. Es kann sein, dass ich instant eine Stunde oder so aufnehme oder eine halbe Stunde und das dann cutte auf 2-3 Folgen. Mal schauen. Je nachdem. Und ja. Was ist denn das? Yo, wieder neuer Eintrag im Pokédex. Läuft. Okay. Ab hier habe ich noch nicht gekämpft. Dann wird es mal Zeit. Was kann Relaxo für Attacken? Was ist das? Rest. Okay. Body Slam. Gut. Ja gut. Ich glaube, der macht uns kaputt. Nö. Zwei Level instant aufgestiegen mit Relaxo, das gefällt mir. Das heißt, dann müsste der Insekten oder Flug haben. Dann tausche ich mal Pikachu nach oben. Ja gut, das ist aber ein Boden-Pokémon. Was nehmen wir denn das da? Läuft. Hier Donnerschock. Ich
Jo, der erste ist weg vom Fenster, würde ich sagen. Oh, die Entwicklung. Ja, komm, die schaffen wir auch noch. Hier, dieses, die Schage oder wie das heißt. Na, du machst mich nicht kaputt. Läuft. Also wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann nehme ich ein ganzes Stück auf hier. So, Pokéball. Ein Iron gefunden. Du kommst erstmal wieder dahin. So, genau. Das ist ein Angler, da bleibt Pikachu doch oben. Jo, ein Carpador, alles klar. Dass das effektiv ist, war mir bewusst. Was ist denn das? Das Vieh kenne ich überhaupt gar nicht. Naja, XP gab's gut. Jo, dann gehen wir mal weiter. Nee, du siehst. Jo. Hier gab's gerade gar keine Melodie, das ist auch interessant. Hier, Donnerschock müsste ausreichen. Reicht doch nicht aus. Lol. Er kriegt dann auch einen Donnerschock hinterher. Oh. Ey, Level 40. Na, das ist doch interessant. Der hat das ernsthaft überlebt? Nee, ist down, wusste ich's doch. Hier so und so, dann kämpfen wir doch hier gegen die. Oh, die hat einen Shiny. Ist auch recht nice. Hier Buddy Slam. Hm. Eine Furienattacke macht mir gar nichts. Haha, mein Buddy Slam umso mehr, geil. Läuft momentan bei mir irgendwie. Geil. Relax, du schon so ein geiles Pokémon. Schlafen, verfressen und kriegt kaum Schaden. Das ist geil. Na komm, ich mach mal ohne Platz. Geil. Ach, das freut den Alk. So kannst du die ganze Zeit eigentlich weiterlaufen. Aber als erstes müssen wir Relaxo mal heilen. Konfus 10 pp. Status. Okay. Paralyse, Frozen, Brand. Jo, wir haben nichts zum Heilen dabei. Ach komm hier, ich hau mal auch noch weg, Troller. Oh lol, relax, wenn er aus dem Ball kommt, hört sich an, als ob er pupst. Ist das geil. Ich glaube, mit Relaxo rush ich hier instant durch, wenn das so weitergeht. Ach komm, mach platt die Katze. Genau.
und eine Ratte. Wir gucken jetzt mal, was das hier ist. Holy! Ah, okay, das ist dann eine Heilung. Das ist Schnarchen, aber das lese ich zum Beispiel gar nicht. Ja gut. War vielleicht doch ein Fehler. Und wir schlafen immer noch. Jetzt ist er wach. Und ist die Ratte platt. Yes. Oh, jetzt wird Pikachu platt gewalzt. Geil. Noch eine Katze, na los. Ja. Sleep Talk hört sich schon so wobei. Wir lassen mal Schnarchen weg. Das läuft ja instant gut bei mir hier. Aber der ist paralysiert, deswegen holen wir jetzt den nächsten hoch. Oh, wie putzig. Schüler gegen Meister. Oh, er hat's überlebt. Gibt's natürlich noch ein Body Slam hinterher. Irgendwie läuft's gerade richtig gut für mich, auch wenn ein bisschen Levelunterschied da besteht. Ja, das macht mir nichts. Geil. ...6000 EP. Es läuft und läuft und läuft. Nur nicht davon. So, wir wollen aber uns nicht die ganze Zeit mit den Kämpfen hier aufhalten, ne? Denn wir wollen ja hier runter. Da oben, gab's da irgendwas? Ja, irgendein Gebäude. Ich glaube, dieses Ranger-Territorium, wo man Pokémon fangen kann. Da wollen wir aber erst einmal nicht hin. Denn wir wollen erst einmal in die nächste Stadt. Für den nächsten Orden. Läuft wunderbar heute irgendwie. Oh, das gibt natürlich gleich nochmal extra XP. Och, das zieht ja so gut wie gar nichts ab bei mir. Läuft. Und der nächste. Ich habe jetzt zwei Pokémon Level 40, zwei Level 37 und eins Level 33. Wenn das so weitergeht, gehe ich in die Pokémon-Liga mit Level 50er Pokémon. Habe ich nichts dagegen. Ich glaube, ich habe gleich Level 38er, wenn das so weitergeht. Was? Ach nee, der hat irgendeine Statusveränderung gemacht. Ja gut, das hat ordentlich Damage gezogen. Da
werden wir doch gleich das Pokémon wechseln müssen, wenn hier noch mehr kommen. Ja gut. Wir holen einfach mal Pikachu hoch. Vorsichtshalber. Was sind denn das hier für Zwerg? Nee, gegen euch will ich nicht kämpfen. Ihr seht mir so komisch aus. Oh, Biker. Da holen wir doch Noctu hoch. Oder auch nicht. Aber gegen die da. Pikachu. Pikachu. Ach, shit. Hier, extra Sensori. Läuft. Bringt dir nicht viel. Hier nochmal extra Sensori. Komm, wir sind schneller. Ja. Weil Pikachu hätte unser Noctu fertig gemacht. Na gut, Noctu wird das. Oh. Holy. Aber wir sind paralysiert. Das ist nicht gut. Komm, wir holen mal unsere Lachso dazu. Hä? Ich hab doch Relaxo ausgewählt. Warum? Oh, ja gut, das war dann meine Schuld. Kommt vor. Hier, Relaxo ist auch noch paralysiert. Da war Raichu Geschichte. Läuft hier und ab in die nächste Stadt jetzt. Da müssen wir irgendwo hier lang. Ja, sag ich ja. Oh, da war ein Pokéball. PP ab. Das ist doch irgendwas für die Attacken. Und wir sind in der neuen Stadt angekommen. In Fuchsia City. Okay, das sind Namen, die möchte man nicht häufig verwenden müssen. Hallo, ich bin Ike. Ich lebe in Fuchsia City. Das hört sich schon so seltsam an. So, und erstmal wieder heilen. So, wir haben ein neues Relaxo gefangen, was wir auch gleich ein bisschen gelevelt haben, sind in einer neuen Stadt, dann war es das auch für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns eventuell den nächsten Orden holen, je nachdem wie stark der Gegner wird. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.